Rosato aus der 14er Serie, das ist Primitivo Rosato. Und da gibt es Besonderheiten, weil der Primitivo als sehr kräftige Rebsorte mit wenig Säure ist eigentlich nicht die perfekte Rebsorte, um ein Rosé draus zu machen, wo man eigentlich die Frische sucht. Das heißt, wenn man normalerweise sagt, der beste Rosé wird aus der Rotweinmaische gemacht, also quasi aus dem gleichen Grundprodukt, wo man auch den Rotwein draus macht, werden wir die Trauben für den Primitivo Rosé ein bisschen früher gelesen und dann einfach nur ganz sanft gepresst und kurz stehen lassen, dass der Saft Kontakt hat mit den Schalen, dass er so ein bisschen Farbe kriegt. Und so wird das ein sehr, sehr kräftiger Rosé, hat eine wunderbare Nase nach Kirschen und Veilchen, eine wunderbare Kupferfarbe und ist ein super Speisenbegleiter, gern auch zu kräftigen Essen. Also leicht animalische Note hat, finde ich das klasse zur Muschelsuppe. Vielleicht gern mit ein bisschen Staudensellerie und ein bisschen schwarzem Pfeffer, ein bisschen Baguette mit so Knoblauchmayo dazu. Irre im Sommer.